Weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute schauen wir uns den Rapier an. Die nächste Einhand-Nahkampfwaffe und welche Talentbäume es gibt und wie man mit dem Rapier Damage macht. Also legen wir los. Der Rapier ist schon ausgerüstet. Gehen wir rein. Die Attribute, ja, sind schon verteilt. Rapier befindet sich hier in der Kategorie Geschicklichkeit und im Bereich Intelligenz. Und dementsprechend habe ich hier Punkte in Geschicklichkeit verteilt und ein paar Punkte, übrige Punkte nochmal ein bisschen hier in Intelligenz. Beim Knotenpunkt haben wir hier einen ganz wichtigen Bonus quasi. Plus 5% Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Das heißt, wenn man schön auf Geschicklichkeit geht, kann man hier die Crit-Chance ordentlich pushen. Und dann gehen wir hier mal rein in den Rapier und sehen hier die Punkte. Ich habe noch nicht so ganz viel damit gespielt. Das heißt, ich bin Stufe 5 und wir haben dementsprechend die 4 Punkte frei zur Verfügung und schauen uns als erstes mal den Blutungsskill an und danach Anmut. Im Talentbaum Blut fangen wir an einfach mal hier mit den Hauptattributen. Das heißt hier Rundbild, ein rasanter Schnitt, der die Klinge bis zu 5 Meter, die Reichweite der Klinge um bis zu 5 Meter vergrößert. Dieser Schlag fügt 50% direkten Waffenschaden zu, sowie eine Blutung, die innerhalb von 12 Sekunden 85% des Waffenschadens auch nochmal als Schaden verursacht. Ne? Bis zu 3-mal stapelbar. Ist natürlich super praktisch. Blutungseffekte lohnen sich immer. Ne? Einfach ein bisschen draufschnitzeln oder mehrere Gegner angreifen und sich schön ein bisschen bluten lassen. Und währenddessen, während man ausweicht, läuft der Damage ja weiter. Dann haben wir hier noch Schwung des Todesstoß. Hier müssen wir quasi die Attacke kombinieren mit einem leichten Angriff. Per Druck auf leichten Angriff nach Ende von Schwung wird diese Fertigkeit automatisch mit Todesstoß fortgeführt. Du springst bei Todesstoß nach vorne, hebst bei einem Treffer alle Rapierblutungen auf und verursachst sofort 110% ihres Schadens. Heftig, also quasi so eine Art Finishing Move, bevor die ganzen Blutungseffekte auslaufen, dann damit nochmal draufhauen. Also zunächst natürlich Blutung drauf, und dann irgendwann die Blutung quasi auflösen. Ja, und als drittes haben wir hier Schnittgestöber. Ich glaube, man sieht es am Bild schon ganz gut, was da abgeht. Also 5 schnelle Stichangriffe. Der Schaden jedes Schlags steigert sich quasi. Aber ich denke, am besten sieht man es gleich, wenn wir da reingehen in die Action. Ja, ich würde sagen, wir haben noch einen Punkt zu verteilen. Wir könnten jetzt hier in erhöht den Schaden der beiden mittleren Schläge gehen, wenn man jetzt mit den leichten Angriffen einfach viel rumhantiert. Jeder Treffer verringert sich die Abklingzeit, auch sehr interessant. Fügt einem Ziel mit Rapidblutung 5% mehr Schaden zu, auch richtig gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mehr Schaden mit Blutung. Gehen wir da mal rein und wir legen aber die Talente vielleicht ein bisschen um. Ich hätte hier gerne als erstes den Schnitt. Als nächstes dann hier das Fächern und zum Abschluss die Blutung aufheben. Also auch hier wieder ohne Klamotten. Einfach blank, wie wir hier sind. Wir haben natürlich auf der Waffe ein paar Talentpunkte. Mittlerweile ja auch oder immer noch Level 18. Und wir suchen uns einfach mal einen Gegner und gehen da rein. Da vorne stehen auch schon ein paar Opfer. Also, Attacke, wir rennen drauf zu. Ich hoffe, die Skelette bluten auch. Zack, Blutung. Zack, zack, ausweichen. Und da kommt einer und hilft. Naja, der macht das schon. Okay, dann gehen wir einfach nochmal in den nächsten rein. Alles klar, wir schnappen uns einen, der ein bisschen an der Seite steht. Hier haben wir sogar mehrere direkt. Perfekt. Rein da. Zack, zack. Ausweichen. Und dann gehen wir hier mal ins Gestöber rein. Zack. Und dann lösen wir hier die Blutung auf. Blutung wieder auf beide drauf. Ausweichen, ausweichen.
Der ist gerade durch die Blutung gestorben. Sehr gut. Schwerer Angriff nach vorne. Hui! Die haben aber gut ausgeteilt, doch. Ohne Rüstung merkt man das aber schon doll. Na, kriegt man den hier? Jetzt hängt mal wieder einer hier drin. Nee, kriegt man nicht. Okay, Zeit was zu snacken. Bisschen regenerieren und dann gehen wir gleich in den nächsten Kampf. Schnappen wir uns mal hier so einen halben. Rein da, auch hier wieder Blutung drauf. Zack, ausweichen. Blutung aufheben und wieder zack, zack. Und schwerer Stich als Finisher. Also ihr seht, deutlich schnellere Angriffe, ein sehr agiles Kämpfen. Ich glaube, wenn man das hier wirklich zur Meisterschaft schafft, ist es auch PvP-mäßig ganz, ganz schwierig, einem gekonnten Rapierkämpfer irgendwie Konter zu bieten. Gerade das mit dem Ausweichen ist natürlich wirklich eine Sache, die auch sehr wichtig ist. Links und rechts in den Rücken rein. Also diese ganzen Angriffe. Hepp. Zack. Zack. Ausweichen und gehen. Da sind wir aber noch in seine Attacke rein. Da auf jeden Fall ausweichen. Finishing. Und dann haben wir ihn. Ja, macht schon Bock. Rapier, super schnell, sehr agil, wie gesagt. Der haut gleich ab. Ja. Die wurden zurückgesetzt, sind zu weit gerannt. Oh, jetzt kommt so kleiner hier noch an. Der kommt gleich nochmal gesprungen. Und jetzt kommt noch sein Dude hier an. Das heißt, die dritte Attacke, die lösen wir jetzt gerade mal nicht aus. Wir machen erstmal die Blutung drauf jetzt. Oh, 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 oh. Jetzt kriegen wir sie hier aber. Eben was snacken. Da war aber schon knapp. Der springt uns gleich nochmal an. Jawohl. Ausweichen wieder. Jetzt haben wir hier schon den dritten dran. Den vierten sogar. Oha, nur wird wild. Okay. Abwarten. Ausweichen. Oh, oh, oh. Falsche Taste gedrückt. Wir machen nochmal die Blutung gleich drauf. Oh, 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 oh. Eben was snacken. Ich habe nichts mehr zu essen. Oh, das ist nur ein Mana-Buff. Das ist nicht gut, ey. Okay, kriegen wir schon hin. Wir müssen die mal springen lassen. Oh, jetzt wird's wild. Das war's. Nein! So, nachdem ich mich jetzt ein bisschen ausgeruht habe, gehen wir rein in den zweiten Talentbaum. In den Talentbaum Anmut. Und da haben wir hier einmal Ausweichen, Repost und Fléché. Und diese drei Talente habe ich auch schon, ja, da habe ich die Punkte schon verteilt. Die Punkte sind zugewiesen. Hier habe ich dann nochmal kritische Treffer verringert, die Abklingzeit um 1%. Und ich sehe gerade, wir sind gleich kurz vor Level 8. Und ich denke, wenn man da dann noch den nächsten Punkt frei hat, macht es dann Sinn, dass man dann hier in kontrolliertes Atmen geht. Plus 3 Ausdauer bei jedem Treffer, sodass man quasi kontinuierlich weitermachen kann, ohne dass man auf Ausdauer warten muss und wieder regenerieren muss. Oder wenn man später die beiden Talentpunkte kombiniert, kann man hier natürlich auch noch zusätzlich die Abklingzeit reduzieren. Auch das ist natürlich ein ganz praktischer Punkt, wenn man dann hier in diese Passiven reingeht. Schauen wir uns die aktiven Talente einmal an. Wir haben hier in der Beschreibung schon stehen, Ausweichen. Du vollführst einen kleinen Seitenschritt in deine aktuelle Bewegungsrichtung, der sämtliche derzeitigen Aktivitäten abbricht und dich kurzzeitig unverwundbar macht. Bei Ausweichen vollführte leichte Angriffe sind besonders schnell. Also das ist wirklich eine Aktion oder ein Skill, der sehr wichtig ist, vielleicht gerade wenn ein großer Angriff vom Gegner reinkommt, dass man den dann schnell als, ja, als Oh-Shit-Funktion vielleicht sogar verwendet. Auch bei Repos ist es so, dass wir da für eine kurze Zeit unangreifbar sind. Und zwar, ja, geh für eine Sekunde in die Verteidigungshaltung, steht hier. Wirst du während des Einsatzes dieser Fertigkeit getroffen,
vollführst du einen Gegenangriff, der den Angreifer für 1,5 Sekunden betäubt. Und dann kommt eben, ne, du bist nach einer erfolgreichen Repost kurzzeitig unangreifbar. Also das ist wahnsinnig praktisch, gerade weil man ja so im Nahkampf die ganze Zeit ist. Ich glaube, das hätte mir gerade in dieser Vierer-Situation vielleicht noch den Allerwertesten gerettet. Durchaus möglich, dass wir da ein bisschen länger überlebt hätten. Und als drittes Fléché, da haben wir den Sturmangriff sozusagen. Du springst 10 Meter vorwärts, stichst auf alle Gegner in deinem Weg ein und verursachst 145% Schaden. Das Kämpfen mit der Anmutsskillung ist ein bisschen langsamer, ein bisschen defensiver tatsächlich. Man stürmt nicht nur so wild rein, sondern man hat hier, hoppala, auf einmal viel zu viele Gegner, wieder einmal. Aber man weicht eben auch viel aus. Erstmal stürmen wir jetzt durch, zack, metzeln sie einmal. Und dann müssen wir aber auch tatsächlich viel ausweichen und können den Angriffen eben auch gut widerstehen. Das war jetzt gerade die Q-Taste, jetzt drücken wir die R, zack, konnten schön kontern. Allen drei gleichzeitig sogar. Jetzt mähen wir nochmal da durch. Das war gerade der Ausweicher. Oh, jetzt wird eng und es braucht sehr viel Übung. So, nehmen wir uns den nochmal vor hier. Also, er greift uns auch schon an. Das heißt, als erstes gehen wir hier vielleicht gleich mal ins Ausweichen. Zack, und Counter-Attack. Dann haben wir als nächstes den Repost. Wenn er uns angreift, groß. Zack, 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 zack. Wieder ausweichen. Also das heißt, insgesamt ist es, wie gesagt, ein bisschen ein langsameres Kämpfen. Jetzt können wir gerade nichts machen. Außer uns durchmähen. Zack, dann haben wir es auch erledigt hier. Handschuhe noch gefunden. Also wie gesagt, es ist ein bisschen ein defensiveres Kämpfen. Vielleicht ganz praktisch auch im PvP, wenn man sich da, wenn man da gut trainiert ist, gerade auch die Skills von den Gegnern kennt, wie die Angriffe sind, dass man dann schön counterattacken kann. Ich glaube, da macht das schon richtig Bock. Und ich denke, auch vom Schaden her kann das ein ganz gefährlicher Gegner sein. Ja, gucken wir nochmal gerade rein in den Talentbaum. Ich habe mittlerweile noch einen Punkt dazu bekommen. Wenn man das so hat, so geskillt hat hier. Wie gesagt, es wäre natürlich hier mit der Abklingzeit nochmal ganz interessant. Oder hier, dass man das dann eben auch kombiniert. Dass man mehr Ausdauer bekommt. Aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, der aggressivere Skilltree ist dieser hier. Und das ist der ein bisschen entspanntere, ein bisschen defensiver. Und auch der Skilltree, wo man vielleicht ein bisschen mehr Damage vermeiden kann. So, weiter geht's. Ab in den nächsten Waffenbaum und in die nächste Waffe. Wenn das Ganze geholfen hat und gefallen hat, einen Daumen da lassen, einen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.